Herzlich willkommen zum Bedienungsvideo des SX600. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr SX600 richtig bedienen. Um die Konsole anzuschalten, müssen Sie lediglich Ihr SX600 an den Strom anschließen. Sie können jedes Training starten, wenn Sie es anwählen und den Start-Button betätigen. Mit dem Pause-Button können Sie jederzeit Ihr Training pausieren und mit dem Stop-Button beenden. Um im Menü zu navigieren, benutzen Sie den Drehknopf. Mit dieser können Sie Ihre Auswahl per Knopfdruck bestätigen. Im Target-Time-Modus können Sie mit Hilfe des Drehknopfes Ihre gewünschte Trainingszeit einstellen. Um das Programm zu verlassen, drücken Sie einfach den Return-Knopf. Im Target-Distance-Modus können Sie Ihre gewünschte Strecke für das Training auswählen. Mit dem Target Calories Modus können Sie auswählen, wie viele Kalorien bei Ihrem Training verbrannt werden sollen. Der nächste Modus ist das User Program. Hier sind 6 unterschiedliche Spalten integriert, wo Sie jeweils Ihr Wunschprogramm gestalten können. Wählen Sie Ihre gewünschte Spalte aus, um das Programm zu ändern oder zu starten. Mit dem Drehknopf können Sie die Dauer Ihres Programmes einstellen. Das Programm ist in 12 Intervalle eingeteilt und Sie können die Stärke jedes einzelnen Intervalls festlegen. Um den Widerstand in dem Intervall zu erhöhen, drücken Sie einfach den Up-Button und Sie sehen, wie sich die Widerstandszahl erhöht. Um den Widerstand zu verringern, drücken Sie den Down-Button. Haben Sie Ihr Intervall erfolgreich eingestellt, können Sie den Drehknopf betätigen und springen so in die Einstellungen für das nächste Intervall. Dies können Sie durchführen, bis Sie Ihr Training perfekt eingestellt haben. Wenn Sie nun die Anzeige verlassen, wird Ihr Training automatisch gespeichert und Sie können es jederzeit im User Program, Benutzerprogramm auswählen. Innerhalb des HRC-Programmes können Sie Ihren Wunschpuls einstellen und das System erstellt Ihnen ein automatisches Training mit Vorwärmstufe, Drehzahlregelstufe und Abkühlstufe. Sie müssen lediglich eingeben, wie alt Sie sind, welche Intensität gewünscht ist, was Ihr gewünschter Puls ist und wie lange Sie trainieren wollen. In den Backlight-Settings können Sie die Helligkeit des Monitors einstellen. Im Racing-Modus können Sie unter 12 verschiedenen Modi auswählen, in denen Sie gegen das System antreten. Wählen Sie Ihr gewünschten Modi aus und stellen Sie ein, wie lang Ihr gewünschtes Training sein soll. Mit dem Workout-Modus können Sie unter 12 verschiedenen Trainings auswählen. Wenn Sie Ihr Wunschtraining ausgewählt haben, können Sie einstellen, wie lange Sie trainieren wollen. Innerhalb des Virtual Scene Modi haben Sie die Auswahl zwischen 6 Videos, die durch Real Video Loop Playing unterstützt werden. Um Ihr Training zu starten, wählen Sie Ihr Wunschprogramm aus und drücken den Startknopf. Sie können mit Hilfe der Up- und Down-Buttons Ihr Widerstand anpassen und somit die Intensität des Trainings steigern. Sie können jederzeit mit dem Pause-Button eine Pause einlegen. Um wieder mit dem Training zu starten, müssen Sie lediglich erneut den Start-Button drücken. Mit dem Stop-Button beenden Sie Ihr Training und es wird Ihnen eine Tabelle gezeigt mit Ihrem Trainingserfolg. Drücken Sie einfach den Return-Button oder den Home-Button, um wieder ins Menü zu gelangen. Mit Hilfe eines USB-Sticks, welchen Sie an der rechten Seite der Konsole anbringen können, können Sie gewünschte Musik oder Videos abspielen lassen. Bringen Sie einfach dafür den USB-Stick an der Konsole an und drücken Sie den Media-Button. Im Media-Menü können Sie zwischen Musik und Video auswählen. In der Musikleiste wird Ihnen Ihre Musik, die sich auf dem USB-Stick befindet, angezeigt. Starten Sie Ihren Wunschsong, indem Sie einfach den Drehknopf betätigen. Sie können jetzt wieder mit dem Home-Button ins Hauptmenü zurück und Ihre Musik läuft ohne Probleme weiter. Mit dem Lauter-Button können Sie die Lautstärke erhöhen und mit dem Leiser-Button können Sie die Lautstärke verringern. Um die Musik zu pausieren, drücken Sie einfach den Play-Button. Wenn Sie den Play-Button erneut drücken, wird Ihre Musik wieder abgespielt. Um zwischen den Tracks zu wechseln, drücken Sie entweder den Vorwärts-Button, um einen Track weiterzugehen, oder den Rückwärts-Button, um einen Track zurückzugehen.
Nun können Sie Ihr Training mit Ihrer Musik starten. Ihr Sports Tag Team wünscht Ihnen viel Spaß bei Ihrem Training mit dem SX600.